Ja, wer verfolgt da? Welches Interesse? Was spielt sich in den Hinterzimmern von der Macht und von der Politik wirklich ab? Welches Ausmaß vom Schrecken nehmen wir da eigentlich wirklich wahr? Und wie muss sich das anfühlen, wenn man echt an Leib und Leben bedroht und ausgeliefert ist? Ausgeliefert den Bomben, den Soldaten. Und auch ausgeliefert den Durchhalteparolen von ausländischen Politikern, die sicher gut gemeint sind, aber in den Ohren von verängstigten Ukrainerinnen und Ukrainern doch nur zynisch tönen. Wir schauen wie immer aus sicherer Entfernung zu. Wir sind nicht ausgeliefert an Leib und Leben. Da haben wir einfach Glück, immer wieder. Doch auch wenn wir zum Glück nicht echten Aggressoren ausgeliefert sind, so sind wir es auf eine andere Art eben doch irgendwie. Viele von uns fühlen sich in diesen Tagen ausgeliefert der eigenen Machtlosigkeit, der Ohnmacht und fehlenden Handlungsmöglichkeiten. Echt etwas können bewirken, dass Frieden zurückkehrt in die Ukraine oder dass zumindest den Menschen vor Ort effektiv geholfen wird, ist uns von da aus praktisch unmöglich. Klar, wir können spenden oder wir können politisch motivierte Handlungsaufrufe mit unterzeichnen. Aber sonst? Da hilft nur noch beten, hört man manchmal in so ausweglos scheinenden Situationen. Doch beten hat in dem Moment irgendwie etwas gemeinsam mit dem Krieg. Wie der Krieg ist auch beten gegen jeden Verstand, gegen alle Vernunft. Beten erschließt sich keiner Logik. Und doch machen wir es. Und ich würde sogar sagen, zu Recht. Mir ist dazu eine Liedstrophe in den Sinn gekommen. Eine Strophe aus einem bekannten Lied «Grosser Gott, wir loben dich», wo eigentlich nichts anderes als ein Gebet ist. Der Jacques Pasquier hat vorher eine neuere Fassung von dem Kirchenlied-Klassiker vom Zürcher Komponist Paul Müller Zürich gespielt. Karl Vogreierz, Berner Pfarrer und Kirchenlieddichter, hat unter dem Eindruck vom Ersten Weltkrieg unter anderem folgende Strophe geschrieben. Herr, erbarme dich deiner blutbefleckten Erde. Unsere Seele sehnet sich, dass du sprichst, ein neues werde. Send uns Kraft und Zuversicht, die der Waffen Joch zerbricht. In dieser Strophe, in diesem Gebet, wird um Zuversicht, um Mut und um ein göttliches Eingreifen gebetet. Es wird der Hoffnung Ausdruck verliehen, dass der Schrecken ein Ende nimmt. Ja, wie oft, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer, wie oft reden wir in der Kirche von Hoffnung? Ständig beschwören wir die Hoffnung auf bessere Zeiten. Und manchmal vielleicht zu Unrecht, weil wir insgesamt doch schon in recht guten Zeiten leben, wenn wir ehrlich sind. Über das habe ich das letzte Mal predigt, über unsere eigentlich recht gute Situation. Und gerade wenn wir in diesen Tagen in die Ukraine schauen, frage ich mich, brauchen wir überhaupt Hoffnung? Uns geht es ja, wie gesagt, schon recht gut. Und vielleicht haben wir ja auch gerade darum die Hoffnung ziemlich verloren, weil wir sie eigentlich gar nicht mehr recht nötig haben, da bei uns. Glauben wir überhaupt noch an die Hoffnung? Glaubt ihr an die Hoffnung? Und in diesem Zusammenhang kann man fragen, glaubt ihr noch an die Kraft vom Gebet? An das stille Innehalten gegen alle Vernunft? Und gegen alle messbare Wirksamkeit.
Send uns Kraft und Zuversicht, die der Waffen Joch zerbricht. Oder mit dem bekannten Wort aus dem Unser Vater gesagt, erlöse uns von dem Bösen. Da drin kommt die Hoffnung zur Sprache, ein Flehen, aber nicht da bei uns, sondern unter dem Eindruck von Krieg und Flucht. Erfahrungen, die meisten von uns nicht kennen, zum Glück. Erlöse uns von dem Bösen. Ja, wir müssen da nicht von einem unberechenbaren Despot erlöst werden. Und die das in echter Not beten, die machen nicht selten die Erfahrung, dass es eben nicht so kommt, dass sie eben nicht erhört werden. Und darum ist mir die Unser Vater Bitte irgendwie auch kein Trost. Ich will mich auch nicht trösten lassen damit, dass Gottes Wege halt unergründlich sind, dass schon irgendwann einmal Gerechtigkeit wird siegen. Nein, unsere Gebete werden oftmals nicht erhört. Wir beten dafür, dass es keinen Krieg gibt und er kommt dann gleich. Wir beten dafür, dass kein Kind umkommt und sie sterben gleich. Wir beten für fruchtbare Verhandlungen und dann werden sie trotzdem wieder abgebrochen. Ja, erlöst Gott vom Bösen? Haben wir überhaupt Grund, das zu glauben? Es mag es natürlich geben, dass Menschen gewisse Ereignisse als Gebetserhörungen interpretieren. Und das will ich selbstverständlich auch überhaupt nicht werten. Das macht aber den Umstand, dass die allermeisten Gebete nicht erhört werden, nicht besser. Gern wüsste ich, warum das so ist. Gern hätte ich dafür eine Erklärung, einen Trost. Aber ich finde ihn nicht. Und gleich könnte es sich lohnen, weiter zu beten. Ein Gebet, vielleicht gar nicht mehr verbunden mit der Hoffnung auf Erhörung, so ein Gebet vermag oftmals etwas im Wort zu geben, wo es eigentlich sonst fast kein Wort dafür gibt. Und manchmal, da klingt das bevor verfasste Gebet fast noch etwas besser. Das beste Beispiel ist natürlich eben Unser Vater, das uralte Gebet oder Gedicht. Aber wir wollen uns від лукавого, бо Твоє є царство і слава, і сила на віки віків. Амінь. Der große Theolog, der Fulbert Stefensky, gibt ganz am Schluss von seinem Interview im Aktuellen Reformiert zur Antwort, man könne die Hoffnung eigentlich nur in Gedicht, in Lieder oder in Bilder sagen oder eben singen. Die Sprache der Hoffnung sagt Poesie und nicht etwa die Dogmatik. Der Gedanke gefällt mir, wie so vieles, was der Stefensky sagt und schreibt. Und weil die Sprache von der Hoffnung und damit vom Gebet die Poesie ist, darum singen wir auch in der Kirche. Darum hören wir schöne Musik oder freuen wir uns an einem passenden Gedicht oder tauchen wir in eine berührende Geschichte ein, die unser Innerste auf eine ganz eigene Art kann berühren und Gefühl und Erlebnis kann auf den Punkt bringen. Poesie, Lyrik, Musik, Kunst als Klangraum und Reservoir von Hoffnung und Mut. Als Pfarrer kann ich da nicht anders, als auch an Psalmen zu denken. Die besonderen Texte aus dem Alten Testament, die oftmals als Lieder komponiert worden sind, als Gedicht, als Erzählungen, als Gebet von Einzelnen oder einer ganzen Gemeinschaft. Und weil die Poesie die Sprache von allen Gefühlen ist, nicht nur von der Hoffnung, nicht nur vom Hoffen und Bangen, drücken die verschiedenen Psalmen auch den ganzen Fächer der Gefühle aus. In den aktuellen Zeiten und angesichts des Krieges kommen mir als erstes natürlich die sogenannten Klagepsalmen in den Sinn. Aber es gibt eben auch die anderen. Es gibt auch Dankpsalmen zum Beispiel. Und manchmal stehen die Psalmen gerade nebeneinander. Oder das Klagen und das Danken kommt sogar im gleichen Psalm vor. Und so ist doch das Leben eigentlich auch. Poesie, Lyrik, Musik. Dank diesen Kunstformen finden wir Worte für Sachen, die eigentlich kaum in Worte zu fassen sind. Ein Kirchenlied
kann da in gewissen Situationen richtig gut tun und passend sein. Oder eben auch Psalmen. Und darum finden wir im Kirchengesangbuch zum Beispiel auch neben den Liedern eben auch Psalmen abgedruckt. Der eine davon ist der Psalm 34. Der Psalm 34 wird zu den Dankpsalmen gezählt, wo die Hoffnung nicht aufgibt. Ja, der David, der da als Beter von dem Psalm genannt wird, der fühlt sich sogar erhört von Gott, wenn er sagt, ich suchte ihn, also Gott, und er hat mich erhört. Von allen meinen Ängsten hat er mich befreit, aus allen meinen Nöten mir geholfen. Ja, ich wünschte mir, der Psalm gebe in diesen Stunden und Tagen auch am einen oder anderen Einwohner oder Einwohnerin von der Ukraine Mut und Hoffnung. Und nicht weniger wünschte mir, er sei allen Despoten und Kriegstreiber eine Warnung, weil im Vers 14 steht, hüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor trügerischer Rede. Am meisten wünschte mir, er vermöge allseits zum Frieden aufrufen und ermutigen, wenn es im Vers drauf heisst, meide das Böse und tue das Gute, suche Frieden und jage ihm nach. In dem Vers steckt Energie, in dem Vers steckt Tatkraft. Tue Gutes, tue das Richtige, suche Frieden und jage ihm nach. Ja, da ist es wieder, das Positive, das eben auch soll und darf und muss gesagt werden. Viele gehen in diesen Tagen zum Beispiel auf die Strasse demonstrieren. Die Akteure der Hoffnung sind, wir haben es gehört, Psalmbeter, die Komponisten, Dichter und Poeten. Und es sind auch alle die, die aufstehen, die rausgehen und Position beziehen. Auch das ist letztlich unvernünftig, könnte man sagen. Genauso unvernünftig wie der Krieg, wo man dagegen protestiert. Aber wenn man auf die Strasse geht und dabei den Frieden sucht und ihm nachjagt, dann ist doch das die positive Seite der Unvernunft. Krieg führen und die Welt schockieren engt letztlich ein. Denn der Kriegstreiber bleibt nur, sich immer wie mehr einzuigeln in ihre Kommandobunker und ihre ebenso zubetonierten Weltbilder. Und zusätzlich werden sie noch eingegangen durch Sanktionen. Krieg ist die Negativseite der Unvernunft und kennt letztlich nur Verlierer. Hingegen das Aufstehen gegen Unrecht, das Protestieren auf den Strassen und das Anbeten gegen Ungerechtigkeit und Faktenverdrehungen, das kann befreien. Als Protestanten haben wir immer schon protestiert. Der Protest gegen den Krieg und für den Frieden ist eine Art ein Gebet. Indem wir protestieren, bleiben wir nicht stumm, sondern rufen unsere Klagen, aber auch unsere Hoffnungen in die Welt raus. Und das egal, ob es gegen alle Vernunft ist. Es kommt nicht darauf an, es für richtig zu halten, zu beten. Es kommt darauf an, so sagt es der Fulbert Stefenski noch jemand anders, es kommt darauf an, den Akt vom Betten als eine Schönheit zu entdecken. Es ist schön, nicht in stummer Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit zu leben, sondern eben im Klagen und im Protestieren Gott herauszufordern und der Sinnlosigkeit Raum zu geben. Es ist aber auch schön, im gleichen Protest genau auch der Hoffnung Raum zu geben. Es bleibt uns ja eigentlich auch nichts anderes übrig, als weiterhin an die Hoffnung zu glauben. Gegen alle Vernunft. Im Gebet, in Poesie, in Gemälde oder in gemalten Protestplakaten auf der Strasse oder in Musik. Das sind alles Sprachen von der Hoffnung. Von der Hoffnung, dass es sich lohnt, den Frieden zu suchen und ihm nachzujagen. Darum geht in der Kraft, die euch gegeben ist. Geht, steht auf.
Geht aufrecht und voller Hoffnung. Schaut euch um nach dem Frieden und jagt ihm nach. Der Geist von Gott geleitet euch dabei. Und er begleitet vor allem die, die sich in dem Moment verteidigen oder auf der Flucht sind. Amen.